Willkommen, liebe Farmama-Fans. Hier bin ich wieder mit einem neuen Let's Play Farmama. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, was das hier für eine Farm ist. Das kann ich euch sagen. Das ist meine alte Farm in Farmama. Auf der werde ich jetzt wieder aktiv spielen. Warum werde ich das tun? Es ist ganz einfach. Und zwar habe ich heute eine Benachrichtigung auf meine E-Mail-Adresse bekommen, dass diese Farm bald gelöscht wird. Und das würde ich schade finden, denn ich habe einiges an F-Geld ausgegeben. Und hier bin ich auch schon eigentlich richtig weit. Und darum würde ich sagen, wir spielen jetzt erstmal lieber hier weiter. Da, ja, ich habe mir hier schon Mühe gegeben, das alles hier aufzubauen. Und ich finde es schade, wenn es jetzt einfach so alles verschwinden würde. So, zu den Futtermitteln. Ich will ja auch einiges an Stelle haben. Ich würde sagen, wir mischen hier mal Hamsterfutter auch einiges. So, hier ist mein Baumding, also den hier. Außerdem, ich hoffe, die Musik hier im Hintergrund stört euch nicht. Ja, es ist eben so Musik, denn ich werde ja auch einiges, also ich werde ja auch nicht immer reden können. Und somit bin ich auch manchmal leise und ich hoffe einfach, es stört euch nicht. Erstmal müssen wir Futtermittel produzieren. So viel steht fest. Ich will jetzt hier schon gar nicht die Bäume aufstellen. So. Was stellen wir denn auf? Duftbäume brauchen wir. Eierbäume. Kokom auch. Vogelbeerbaum auch. Weihnachtsbäume auch. Seinenbäume auch. Zitronenbäume. Was sind noch so? Mirabellenbäume. Ja. Buchen. Haben wir noch was Wertvolleres? Oder sonst noch Normales? Oh, XXL wollen wir ja auch einige. Tannen XXL. Ja, ja. Okay, dann stelle ich mir hier die Tannen XXL auf. Obwohl ich fast sagen würde, die wertvollen XXL Bäume. Die stelle ich irgendwo hinten auf. Ach so. Doch, erst normale Bäume. Zauberei. So, zweimal Tanne XXL. So. So, zweimal Tanne XXL. Haben wir sonst auch noch was Schönes? Ah, Holunderbäume haben wir auch noch. Wirklich Bäume. Jetzt stellen wir aber so auf. Das 18 Holunderbäume. Naja, auch nicht schlecht. 40 Bäume. Goldblattbäume. Oh, Maulbeerbaum XXL haben wir auch. Pflaumenbaum XXL haben wir auch. Eiche XXL haben wir auch. Ja, ja. Ja, wir haben noch einiges an, ich sag mal, wertvollen Bäumen. Man muss sich ja die hier. So, Apfelbäume, brauchen wir auch ein paar.
Klasse groß, können wir alle 11 nehmen.